Anlässlich des 200. Geburtstags von Giuseppe Verdi kommt die berühmte Oper »Ein Maskenball« ins Theater Pforzheim. Es geht um eine Dreiecksgeschichte, um Macht, unerfüllte Liebe, innere Zerrissenheit und Verrat. Die Protagonisten spielen ihre gesellschaftliche Rolle, ihre wahren Gefühle aber verbergen sie hinter einer Maske. Es ist eine tragische Verquickung aus Politik und Privatem, die sich zum blutigen Höhepunkt im dritten Akt immer mehr zuspitzt. Der Fall ist ja relativ eindeutig. Der Typ, der die Macht hat, liebt die Frau seines engsten Mitarbeiters, ist in die verliebt und die kann sich des Gefühls, diese Liebe zu erwidern, nicht erwehren und daraus kommt natürlich ein Riesenkonflikt. Amelia sucht Hilfe bei der Wahrsagerin Ulrika. Ein magischer Trank soll die verbotenen Gefühle aus ihrem Herzen für immer verbannen. Die Oper »Ein Maskenball« stand zuletzt im Jahre 1997 auf dem Spielplan des Pforzheimer Theaters. Nun inszeniert sie Wolfwitter neu. Ich finde, dass die Leute, die damals 1859 gelebt haben und wir erstaunlich ähnlich mit der Wirklichkeit umgehen. Es hat geradezu eine bestürzende Aktualität, das Stück. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Spaß und Spaß haben, Spaß machen sehr wichtig ist, Hedonismus sehr wichtig ist. Und wir verstecken uns auch gerne hinter einer Maske und lassen dann echte Gefühle nicht mehr zu. Und die Leute damals müssen ein ähnliches Gefühl haben, Lebensgefühl haben von der Unsicherheit wie wir heute. Und das finde ich an dem Stück so spannend. Dem gesamten Ensemble war es wichtig, den Verdi-Klang authentisch nachzuspüren. Ich habe Wert darauf gelegt, auf diese Dualität, auf dieses Lachen, 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 eine Fratze machen, eine Fratze vor sich halten. Und darunter passiert etwas ganz anderes, auf dieses dünne Eis, was da immer am Brechen ist. Darauf habe ich Wert gelegt in der Inszenierung. Das ist für mich das Wichtige. Die am Abgrund stehenden Menschen werden kompromisslos charakterisiert. Und es gibt durchaus Momente auf der Bühne, in denen die Masken fallen und die Figuren ihr Innerstes nach außen kehren. Das ist bei Verdi ganz klar, immer wenn die Spitzentöne kommen, immer wenn es virtuos wird, immer wenn, man muss sich das vorstellen wie eine, die Musik ein bisschen wie eine Kanonenkugel, die abgeschossen wird, die fliegt eine Parabel. Und da an dem Scheitelpunkt der Emotion, da ist der Höhepunkt, da sind die Sänger gefordert, wirklich alles, was sie haben, an Stimme, Technik und an Emotionen auf die Bühne zu packen. Da ist die Wahrhaftigkeit und dann kommt immer der Absturz. Die Zuschauer dürfen sich freuen auf einen Abend voller Spannung mit Emotionen und tollen Stimmen. Die Verdi-Oper »Ein Maskenball« in der Inszenierung von Wolf Widder feiert am Samstag, den 21. September im Theater Pforzheim Premiere.